Ach, hallo, ich bin hier am Umgehungsbach vom Inninger Wehr und das ist auch gleichzeitig der Einlass zum Auenwald-Flutungsbach. So, jetzt gehen wir uns mal anschauen. So, den ersten Teil gehen wir uns zu Fuß anschauen und dann habe ich mir extra für so kleine Gewässer ein Einer-Kajak gekauft, ganz neu, und das gehe ich dann da drin testen. Allerdings da, wo es dann nur noch ein wirklicher Bach ist. Wo ist es denn? Hier sieht man schon einen Biberweg. So, das ist das Häuschen, wo man das Ganze regeln kann. Wenn der Auenflutbach in Betrieb ist, dann braucht er da mehr Wasser und da kann man dann den Wasserdurchfluss erhöhen vom Ganzen. So, und das ist der Bach, den ich sag mal teste mit meinem neuen Kajak, einer Kajak. Schau mal, ob es funktioniert, ob er tief genug ist, dass ich die Finne dran machen kann. Oder ob ich aussteigen muss und wegmachen muss. Schauen wir mal. Aber ein paar Mal aussteigen muss ich eh. Da kommen ein paar Röhren, einmal Privatbesitz. Da kann ich nicht durch. Okay.
Schauen wir mal, ob wir dich anlassen können. Ach, so. So, wenn wir sie schon haben. So, ich reinkomme schon mal, aber ich sehe schon, mit Finne bin ich zu schwer. So. So, und eine Finne ist ganz schön schwer, das Ganze auf Kurs zu halten. So, wenn es gerade langsam fließt, da geht, aber wenn es schnell fließt, bisschen halt echte Schwierigkeiten. Dann gehe ich mir das nächste Hindernis, muss wieder aussteigen, da komme ich nicht durch. Okay, ein äußerst stacheliger Busch. Da gehen wir aber nicht durchzwängen. Geschafft. Habe eine halbe Liane mitgenommen. Oh, geschafft. Oh, hier bin ich glatt beim Aussteigen umgekippt, aber Gott sei Dank vorhin vom Apparat an Land gelegt. Okay.
Hier bin ich am Ende von der Fahrbahn Fischtreppe. Ab jetzt wird es zu wild. So, wie man hier auch deutlich sieht. Und spätestens auf dem Weg wird es noch ruppiger. Das zeige ich euch jetzt dann zu Fuß. Also es war echt eine würdige Einweihungsfahrt mit allen Hindernissen. Haufen Bäume drin zum Aussteigen und so. Einmal umgekippt beim Aussteigen. Okay. Und ein Haufen Dorn auch noch. Das war echt eine gute Testfahrt. So, jetzt schauen wir uns noch den Rest dann an. Weil ich das Boot zusammengebaut habe. Weil ich das Boot zusammengelegt habe. Okay, ciao. So, jetzt gehen wir den Rest der Fischtreppe ab. Weil ich das vorher vergessen habe zu sagen, also wenn du was nachmachen wolltest, schnell fließende Gewässer, das Wichtigste ist ein wurfbereiter Anker. So, hier ist der Ausgang von der Fischtreppe. Das Einzige, was ich mich frage, die Staustufe ist etwa 1 Kilometer weit entfernt. Aber ein Fisch, der gegen Stauwehr knallt mit der Schnauze, den Bach dann findet, keine Ahnung. Ich bin da kein Experte.